Es ist ja mal. Du brauchst einen Würfel? Ich brauche hier einen Würfel. Allerdings kann ich da dir nichts durchwerfen, weil da die Teile sind. Würfeln? Ich hatte ja mal hier einen Klumpi. Mit Kralen können wir auch nichts. Oder kann ich das da anders runterbringen, oder? Portale setzen kann ich dir auch nicht. Mist, das geht nicht. Was passiert, wenn du da einfach vorne weiter rennst? Was ist denn da noch so? Wo? Oder kamst du da gerade her? Da hinten? Komm, da? Ja. Komm ich her. Und da an der Wand links? Das Turret, das lässt mich nicht. Zeig mal. Hast du es gesehen? Ja, aber das ist doch hinter Glas, ja. Oder nicht? Nee. Ah, nee, hinter Dingens. Wo, welches ist denn das? Ich lasse das jetzt. Ach, das hier ist das. Ja. Kann ich das vielleicht ablenken? Ich glaube, das geht nicht. Aber wie willst du das denn da weghauen? Ah, warte mal. Hast du nicht noch den Laser? Wir hatten nochmal einen Laser hier. Ja, aber der ist zu weit weg. Ich bin jetzt auch hier drin. Ich denke nach, ich gucke, ich sprinte hier rüber. So. Sprinte hier rüber. Hm, oh. Aber das bringt aber alles nichts. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Du bist ja über mir quasi, ne? Ich bin über dir so relativ. Wo muss ich eigentlich hin, wenn ich hier in diesem Labyrinth bin, weißt du? Siehst du das? Kannst du es sehen? Ich kann sehen, du bist ja da unten, das sehe ich. Gibt's hier irgendwo ein... Hier hinten ist Speedsoße. Aber so richtig... Ich meine, du kannst ja eigentlich nur... Da bist du ja wieder sicher dann. Aber doch nicht mit beeilen jetzt hier durch. Du warst gerade vorhin auf der anderen Seite, ne? Ich war vorhin, nein! Nein! So. Beim anderen ist auch nicht besser. Ich weiß nicht, wo du gerade hin musst. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, weil hier... Ich kann dir auch nichts geben. Hier müsste man halt hochgehen, aber das ist auch Quatsch. Oh nein, oh nein. Das war nicht so erfolgreich. Nee. Warte mal. Ich komme mal eben, ich lass dich mal eben wieder durch. Warte. Du musst dich einfach nur ducken, dann springst du nicht mehr. Danke. Ha, jetzt gehe ich runter. Nein. Aber wenigstens daran wurde gedacht, finde ich gut, dass man nicht hier irgendwie jetzt sich umbringen muss oder so. Möchtest du runter? Ja, bitte. Zack. Danke. Hä? Achso. Du musst selbst raus. Ja. Yep. So. Jetzt zwischendurch leckt es hier gerade mal ein bisschen. Ja, das ist bei mir auch ab und zu. Ich weiß nicht, an wem von uns beiden das jetzt liegt. Wir einigen uns an uns beiden. Ja, wir sind halt nicht beide perfekt. Nee. Nur zusammen. Eine perfekte Symbiose. Ja. Das war knapp. Ha! Ich weiß gerade nicht so. Ich kann nicht einen Turret runterwerfen, der kaputt ist. Aber wo führt denn eigentlich die Linie hier lang? Die da... Würfel. Ist die von da oder ist die von da oben? Ist ja Quatsch, von da oben kann das ja nicht. Halt doch, kommst du... Kommst du, was ich sagen möchte, kannst du hier den Würfel runterschmeißen? Wo, hier? Ja. Ich krieg den Würfel doch auf die andere Seite, das stimmt. Aber was hättest du davon, außer den als Schutzschild zu benutzen? Den kann ich hier hinten in die Würfelvorrichtung schmeißen. Ach so. Ja, an den Würfel habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich hatte gedacht, wir hätten überall so gedacht. Kraftfelder davor. Das nee. Oh. Ja, stimmt gar nicht. In meinem Leben. Ja, stimmt nicht mal. Stimmt doch gar nicht. Keine Angst. Was ist passiert? Ja, das ist gut. Das ist supi. Jetzt kann ich den, die Kugel. Die Kugel? Das ist eine Suchmaschine, vielleicht hast du da schon mal von gehört. Ja. Die kann ich jetzt hier hinten reinlegen. So, und jetzt passiert irgendwas bestimmt ganz Tolles. Es blubbert. Ach, es blubbert.
Au, au, das sind doch ganz schön dicke Blobs. Aber du solltest da nicht hochspringen dann. Nee. Aber du kannst es benutzen, um es zu... Um die Turrets lenken. Zu... Wenn du dann ein Portal machen kannst, genau. Wunderbar. Turrets. Der hat Turrets-Syndrom. Verdammt. Ist ja falsch, der muss hier hin. Komm ich da überhaupt ran? Ich lenk den mal ab. Ich lenk den ab. Na, komm zu mir. Zeig auf mich. Achso, kann ich hier vielleicht? Oh. Ja. Wunderschön. Vielleicht war das am Anfang ein dezenter Hinweis, weil das ja auch schon da so war. Ach, guck mal, der hat den anderen direkt mit umgelatzt. Der fliegt jetzt hier komplett durch. Praktisch. Der nimmt sogar den nächsten jetzt noch mit. Cool. Ja. Sehr, sehr praktisch. Jetzt kannst du einfach durchrennen. Das ist ja mal cool. Aber jetzt komme ich. Du kannst doch da selber jetzt springen. Wenn du da was hinmachst. Padrill? Ja, oder so. Ne, du musst auf der anderen Seite hier. Da ist, ne, da ist da hinten ein bisschen Chili-Soße. Ach, da hinten muss ich hin. Okay, sieht aus wie irgendeine Curry-Paste. Ja. Verdammt. Ah, du kannst auch einfach rein. Komm. Ja, du kannst auch ein Portal dahin machen, obwohl... Ja, doch. Und jetzt da hochspringen. Nee, falsch. Am besten richtig rum. Wupp. Ah, sieht schön aus. Ich scha... Nein. Da ist halt nicht zu weit. Ah. So, nein. Nein. So. Ach, schön. Ja. Oh. Da ist auch ein Turret dahinter. Okay, da kann ich nichts machen. Ich kann nichts machen. Tue was, oder kommst du da überhaupt nicht durch? Na, ich kann jetzt hier schon durchgehen, aber da ist halt ein... Ja, vielleicht machst du das einfach mal und machst den ganz normal weg. Ganz klassisch. So wie wir es gelernt haben damals in der Schule. Im Ausbildungslager zu den Elite-Portalern. Das ist hoch. Ja, vielleicht lässt du mich mal hier durch. Drück. Oh. Hallo. Sensationell. Boah, ist das hell. Yep. Bin und ich gerade von der Treppe aus weitergesprungen, als ich wollte? Nee. Oh. Ach, cool. Ah. So. Total spannend. Ja. Oh. Huch. Ich falle. Ich falle schon wieder. Ich kann damit nicht umgehen. So. Der Ausgang. Wieder Ausgang. Oh, Turrets. Ah. Hier, der eine ist hier gerade, der fällt gleich. Zack. Ja. Ich wollte drauf fallen. Ist der Ausgang da oben? Wieso? Ja, die kommen auf die Teile. Ach so, ja. Ja. Hä? Okay. Bro. Aber wir kommen auch gerade so nicht da hoch. Das sieht auch super geil aus. Fies. Komm mal anders. Ich schaff es. Nein. Komm nochmal hoch. Jo. Spring. Noch winke ich. Aber kann ich dich aus der Luft umarmen dann? Wo bist du? Spring nochmal hoch. Oder ich mach das mal selber. So, drück schon mal umarmen. Verdammt. Warte, ich mach nochmal. Ja. Was super aus. Und? Nein. Du darfst doch nicht winken. Nee, warte, ich bin gerade noch in dem Bildschirm, ich kann so schnell nicht... Warte, okay, jetzt bin ich bereit. Ich kann auch nichts machen. Nee. Bist du früher? Ich glaube, es passt nicht. Ich kann auch in der Zeit nichts machen. Außer sowas. Nochmal. Das sieht so geil aus. Hey. Ich will auch nochmal nach oben und das betrachten. Ja. Wo muss ich denn hin? Oh, verdammt! Verdammt! Was? Hä? Soll ich... Wo sind meine... Ich kann keine Portale mehr setzen. Hä? Achso, ich hab aus Versehen. Gut,
Oh. 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 Ah. Ah. Boah, so. Mir wird gleich schwindelig hier. Ich komm dann, ne? Ja, mach das. Ich guck auf die Kante. Es ist super, wie man enttäuscht dann dasteht, dass man ihn nicht umarmen kann. Ja. Weil, nee, das habe ich noch gar nicht probiert. Jetzt umarmen! Das ist super. Ich komme! Oh. Ja, sehr lustig. Und jetzt mach nochmal irgendwie Zauberei in der Luft. Zauberei? Ja. Zauberei. Nochmal ein bisschen später. Sah ja sehr hübsch aus. Wenn du fast oben bist. Yay. Okay, ich glaube, du kannst hochkommen. Okay. Sonst hauen uns die Leute noch. Aber ich kann auch nochmal runter. Weil es so lustig ist. Ja. Ah, so. Verdammt. Oh. Verdammt. Bam. So, wir können mal durchgehen. Wir gehen da jetzt mal durch. Wir können auch, wollen wir noch mal gemeinsam springen? Okay, komm. Hep. Oh. Warte erstmal unten warten. Aber ist echt. Ja, oh nein. Oh. Ich komme. Warte. Voll die Zeitschindung, was wir hier gerade betreiben. Das merkt ja keiner. Ich habe einfach nur Spaß. Ja, ich auch. So, so. Oh, ich bin zu früh, verdammt. Ja. Ich war auf 1. Nochmal. Ja. Falsche Taste. 1, Schritt. 1. Vorn. Ah, ich bin schon wieder zu früh. Nee, ich bin einfach hängen geblieben. Ach so. Aber egal. Ich fälle schon automatisch hier in das Richtige. Fällst automatisch in das richtige Loch, das ist natürlich. Ja, warte auf mich. Ach so. Warte. Ja, willst du jetzt nochmal das versuchen? Das ist jetzt echt schlimm. Gut, wir haben Spaß. Ja. Oh. Aber du ruckelst. Ja. Du solltest mal zum Zahnarzt gehen. Warum auch immer. So. Geh durch. Vielleicht ruckeln ja die Zähne. Man weiß nicht. Ein Wackelzahn ist ja auch böse. Die ruckeln? Ja. Herr Doktor, meine Zähne ruckeln. Wir haben doch schon mal geguckt, ob die Internetverbindung vernünftig steht. Ach so, müssen die immer online sein. Ja, so. Ja. Sonst funktionieren die nicht, sonst geht der Mund nicht auf. Gut. Oder nur mit Verzögerung. Ist blöd, wenn du dir eine Lasagne in den Mund stecken möchtest. Hast du Lag. Haut dann erst die Gabel gegen den Mund, von außen piekst dich nochmal selber. Und dann geht der erst auf. Ja, das war doch eine schöne Map. Ja. Fand ich gut. Ich auch. Der Hit-Reichskreis. Vielen Dank für diese Map. Vielleicht wird auch in Zukunft, vielleicht wird die Straßenverkehrsführung revolutioniert. Da gibt es nicht Verkehrskreise, sondern Verkehrs... Alles genau, das Dreieck. Ja. Muss man halt schauen, dass wo Stellen sind, wo mehr als drei Straßen von abführen, dass man da vielleicht flexibel bleibt. Ja. Aber das nur nebenbei. Du darfst auch gerne was dazu sagen, oder? Ja, ich hatte, hast du dich mit diesem Themengebiet noch nicht ausführlichst genug beschäftigt? Nee, ich habe gerade vor meinem inneren Auge habe ich halt mir überlegt, wie das denn so aussehen könnte, so ein Dreieckskreis, und welche Vorteile das haben könnte. Es ist eigentlich gar nicht mal, also ich meine, es gibt es ja teilweise auch schon, dass es halt, das wäre fast eine normale Kreuzung. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber da könnte man schön rausbeschleunigen aus dem Dreieckskreis, weil man ja schön eine Gerade hat, ein paar Meter. Mhm. Das finde ich gut. Das ist doch total spannend. Ja, mega. Ja, so spannend, dass ich direkt hier die Sachen mit der Welt teilen möchte und deswegen jetzt leider weg muss. Ja, ich auch. Ja. Wenn ihr auch weg müsst, dann macht es gerne mal. Wir lassen euch gerne in die Freiheit jetzt. Genau, wir sind wie Eltern, die ihre Küken das erste Mal in die große, weite, brutale, dunkle, schlechte. Schubsen die Vögel nicht die Küken einfach aus dem Nest raus, und wenn sie fliegen, dann sind sie fertig? Oder wie war das?
Sowas gibt's ja. Aber es ist nicht so, dass die jeden Tag testen. Ist heute Patsch, schon gut? Oh. Sag nee. Oh, ich hab nur noch 5. Muss jetzt in den nächsten 5 Tagen, muss ich jetzt mal hinhauen. So entstand das Spiegelei. Ja. Gut, wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüssi.